Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Mellowhorn in Frontline mit mir, aber 1990. Ja, wir waren letztes Mal hier stehen geblieben. In Arnhem, Holland. Und ja, diese Mission ist scheiße. Ich hab die. Ich spiele jetzt nicht zum ersten Mal. Ich habe da, keine Ahnung, jetzt einen Monat Pause oder so zwischen gehabt. Ah, Lieutenant Patterson. Freut mich, dass Sie dabei sind. Ich bin Sergeant Kelso. Wir müssen diesen Sektor umgehend räumen und möglichst viele meiner Männer zum Sammelpunkt bringen. Alright, ja. Das ist nicht das erste Mal, dass ich die Mission spiele. In der Aufnahme. Oder versucht habe aufzunehmen. Und zwar ist die Mission eigentlich. Ja, sorry, ich bin ein bisschen müde. Gefühlt ist das hier die schwerste Mission. Mal kurz mal ein bisschen leiser machen. Die Medal of Honor hier zu bieten hat. Die anderen alle sind nachher wieder relativ easy. Ja, was macht es so schwer? Ganz klar, ein Häuserkampf mit 100.000 Leuten und man hat halt verschiedene Situationen hier. Diesmal, ja, ich habe letztens, wo ich das schon mal versucht habe aufzunehmen, keine Ahnung, ich habe bis ein Mühe hier hinter gespielt und dann haben sie mich jedes Mal so dermaßen zerschossen. Ich war dann einfach nur richtig tilt und ich hatte halt einfach keinen Bock mehr denn. So, zack. Wir müssen viel mit dem Snipergewehr arbeiten. Normal, vorrangig natürlich mit Headshots. Warum der da steht, ich habe keine Ahnung. Ehrlich gesagt. So, den hauen wir mal so. Ja, da unten sind noch ein paar Leute von uns. Das Problem ist aber, genau, die Leute von uns tun nicht wirklich Leute killen. Das ist das größte Problem. Das heißt, wir müssen das wieder erledigen. Klar, logisch. Wer sonst? Oh, und dazu brauchen wir halt vorrangig halt unsere Sniper-Muni. Die Mission wird natürlich noch ein bisschen schwerer. Das ist, glaube ich, wie gesagt, wirklich die schwerste Mission. Oh. Die anderen sind eigentlich relativ easy. Kann er sich jetzt auch mal entscheiden, dass der da mal stehen bleibt? Dankeschön. Ich werde mich ganz kurz mal hier reinbegeben. Ja, ich hoffe mal, dass ich dieses Mal ein bisschen besser abschneide und nicht so schnell, ja, einen Hass auf das Game entwickle. Ich bin der Meinung, dass da noch irgendwo ein Sniper war. Ich würde den nämlich ganz gerne erstmal töten. Da hinten ist er. Den ganz nämlich. Ah, Mann. Gehst du down? Ja. Da hinten ist der Sniper. Die ganzen Missionen, die hier nachkommen. Die sind natürlich nachher nicht mehr ganz so schwer. Man hat ein richtig schönes offenes Feld. Die können sich nirgendwo verstecken. So wie hier. Hier haben sie halt durchs... Ne, wegen Häuserkampf. Halt die ganzen Möglichkeiten, sich hier dermaßen gut zu verschanzen und sowas. Sowas ist mit... mit einer... ja. Ja, mit einer Waffe... Nee, nicht nur mit einer Waffe. Mit einem alten Spiel... Nein, das alte Spiel hat damit auch nichts zu tun. Das hat eher was mit der Lebensregeneration zu tun, bei Fliegen. Nein. Also, wenn man hier keine automatische Lebensregeneration hat, sind die Dinge relativ schwer. So, wir haben... Wie ist meine? Wir haben hier genug Schuss. Denke ich zumindest. Okay, oder auch nicht. Auf jeden Fall, wir haben genug Muni. Das Problem ist nachher, der Anfang ist noch gar nicht so schwer. Ich verliere hier zwar schon mega viel Muni. Muni, genau. Nee, schon mega viel Energie. Das ist aber nicht ganz so wichtig. Oder nicht ganz so schlimm, sagen wir es mal so. Ich kann genug Energie finden. In großen und kleinen Mengen. Das Schwere ist, die ganzen Leute hier nachher auszuschalten. Und zwar haben wir das Problem, dass wir hier wieder erstmal auf Leute stoßen, auf Soldaten. Gleich kommt noch ein Panzer. Und dieser Panzer ist ein bisschen... Ist ein bisschen tricky. Weil der ist jetzt schon mit am Start. Oh. Und ich glaube jetzt schon, dass ich jetzt schon zu langsam bin. Weil normalerweise müsste ich jetzt schon theoretisch... ans MG gehen, um den Tür, um den Panzer kaputt zu machen. Und das ist das Problem. Aber da ich aktuell nicht an den Panzer rankomme, ans MG rankomme,
Wegen den ganzen Leuten ist es natürlich für mich nicht gerade einfach, da irgendwie einen Panzer da jetzt easy kaputt zu machen. Da seht ihr mal den Panzer. Also beziehungsweise einen kleinen Anteil davon. Und ich habe ganz schön viel Dingens schon verbraten. Ich weiß nicht warum. Deswegen haben die mich runtergeschoben, die Penner. Nee, BAR-Schuss eigentlich nicht. Normalerweise bin ich ganz gut immer mit der Sniper-Hau. Ich weiß nicht. Normalerweise habe ich immer ganz gut mit der Sniper haushalten können. Okay, der Panzer ist gerade am Turm drin. Das heißt, wir können rangehen und wieder abhauen. Okay, das war nochmal gerade so relativ glücklich. So, den Verbandskasten nehmen wir nochmal. Das Gute ist aber auch, dass wir relativ viele Leute aktuell am Start haben. Das heißt, wir können zwar nicht übermutig hier reingehen, aber wir haben relativ viel, aktuell zumindest, relativ viel Kanonenfutter. Haben wir komplette BAR? Okay. Alles klar, wir haben komplett BAR voll. Ja, die BAR haben wir hier als unser MG. Beziehungsweise, was heißt MG? Als Maschinengewehr. Die BAR hat nur 20 Schuss, ist dann aber richtig hart am Start. Also der Damage davon ist mega ultra. So, jetzt müssen wir nochmal ein bisschen hier den kaputt machen. Und bisher alles noch relativ ganz gediegen alles. Hier kommt man auch ganz easy, ganz relativ schnell durch. Das Problem ist aber, da wo ich gleich hin muss. Nee, das Feldlazarett würde ich ganz gerne noch nicht aufnehmen. Also die Feldfläschchen. Haben wir hier noch irgendwie, da haben wir noch mal ein bisschen Money. Für BAR, das ist mein Typ. Da liegt auch noch mal ein bisschen Money. Gut, da habe ich nun jetzt auch noch ein Lazarett gefunden. Die Feldflasche, na gut, egal. Das Problem ist halt, was jetzt kommt. Kam das jetzt schon jetzt? Yes, no. Noch nicht, doch. Normalerweise müsste das jetzt kommen, was ich. Okay, noch nicht ganz. Weil das habe ich nämlich auch noch komplett in Erinnerung. Und zwar, wir sollen ja auch die ganzen Leute ausschalten. In Sachen, da haben wir nochmal ein bisschen Granaten. Ich weiß halt nicht, was ich mit Granaten muss. Und zwar sollen wir ja die guten Leute mit den Panzerfäusten, oh, falsche Taste, ausschalten. Und das ist halt relativ hart. Weil es gibt eine Stelle, ich versuche die mal nicht zu machen. Also ich versuche absichtlich hier nicht alle Gegner zu töten, weil ich habe keinen Bock, da irgendwie 1000 von Jahren zu hängen. Und zwar muss man da an einem MG rangehen. Der ist unwichtig. Den da oben hätte ich ganz gerne. So, der Typ müsste eigentlich kaputt sein. Achso, stimmt ja. Ich kann hier ja nochmal eine Etage höher. Stimmt ja. Dann haben wir den Typen hier oben. Und zwar muss man da an einem MG rangehen. Und dann spawnen halt, keine Ahnung, 10 Leute mit einem Raketenwerfer und die ballern halt alle auf dich. Und da hast du einfach keine Chance, da irgendwas großartig zu machen. Ich weiß nicht, wie ich das damals geschafft habe, wo ich das erste Mal das gespielt habe. Keine Ahnung, wo du herkommst. Und auch nicht, wo du herkommst. Oh. Der hat... Wieso hat der einen Munitionsgurt um? Er hat doch kein MG in der Nähe. Nee, oder ist das einfach nur... Doch, ist ein Munitionsgurt für einen MG42. Komisch. Da haben wir nochmal welche. Ja, die spawnen halt alle nacheinander. So, ich glaube, ich werde nochmal gleich zurückgehen. Das werde ich dann... Hau ab. Das werde ich entweder rausschneiden. Oder halt... so wie bei dem letzten Mal. Einfach mal ein bisschen vorspulen. Weil ich würde mir ganz gerne ein bisschen mehr Leben holen, bevor ich weitergehe. Hallo? Sind wir zu Hause? Okay. Weil am Anfang waren ja noch zwei Verbandskästen. Oh, ja. Weil den möchte ich nämlich noch nicht nehmen. Weil der ist halt relativ dicht. Wo geht... Da geht's runter. So, normalerweise müssten jetzt keine mehr sein. Ah, doch, da oben. So, zack. So, und dann ist der Bereich hier nämlich auch komplett geräumt. Oder auch nicht. Ich habe keine Ahnung, warum hier immer noch Leute kommen. So, zack. Scheinbar... Hey, wieso spawnen denn hier alle? Obwohl, ja doch. Ich glaube, die kamen noch relativ viele. So, bitte... Lass es das jetzt erstmal genug sein, weil ich würde ganz gerne erstmal zurückgehen. Okay, sieht gut aus. So. Ich würde sagen, entweder schneide ich das raus oder spule das vor. Keine Ahnung. Auf jeden Fall würde ich sagen, bis gleich.
So, da bin ich wieder. Hab mich jetzt mal aufgefrischt mit bisschen Medikits und so. Und ich würde sagen, jetzt können wir weitergehen. Easy peasy. Ich hoffe mal, dass es easy peasy wird. Holy shit. Es ist schon wirklich eine anstrengende Mission, weil es sind halt so... Da haben wir nochmal Verbandskasten, sehr schön. Es sind halt so viele Winkel, wo überall einfach mal ein Gegner hinter sein kann. Und das war das Problem. Wenn man halt hier ein Dingens hätte, wäre es halt ein bisschen einfacher. Das war schon einer mit einer Panzerfaust. Ja, das ist noch einer mit einer Panzerfaust. Es wäre halt, wie gesagt, einfacher, wenn wir halt entweder ein paar Speicherpunkte hätten, was mega sozial wäre. Ach so, soll, ja, natürlich. Aber ich gehe meinen eigenen Weg. Es wäre natürlich aber einfacher, wenn man hier, ja, ein paar Speicherpunkte hätte. Punkt. Das ist halt so, wäre halt so die beste Sache. Aber was man natürlich auch, was auch natürlich einfacher wäre, wenn man hier, genau, wie heißt Regeneration hätte, also Lebensregeneration, würde es halt auch ein bisschen einfacher machen. Und wie ihr seht, wie viel die aushalten, ne? Das war ja gerade ein Panzerfaustschütze. Die halten so dermaßen viel aus. Okay. Die normalen Typen können wir einfach wegholen. Das ist kein Problem. Die Panzerfausttypen machen hier halt nur Probleme. Weil die halt so, so extrem viel aushalten. Bei den normalen, seht ihr ja, ne? Ein paar Schuss, easy peasy ist der tot. Bei den. Okay, das wollte ich jetzt eigentlich nicht, dass das Auto kaputt geht, aber gut, nehmen wir mit. Ich bin auf jeden Fall nicht dran schuld. So, ich hoffe mal. Es ist halt so ekelhaft, dass der MG-Schütze mich halt schon so früh sieht. So, zack. In der Hoffnung, dass ich mich vielleicht ein bisschen auf Kopfhöhe positionieren kann. Oder vielleicht sogar auf die Höhe des Typen ist auch gar nicht so schlecht. Den können wir dann von hier aus absnipen. So, dann haben wir hier schon mal Ruhe. Das ist schon mal gut. Holy shit! Ist nicht mein Freund. Kannst du vergessen, dass du da rangehst. Wo hab ich? Nee, eine Panzerschreckeinheit muss noch sein. Achso, das müsste die hier sein. Nein. Das ist die nicht. Die Frage ist jetzt, inwiefern hat er das jetzt erzählt? Weil normalerweise steht da oben nämlich eine. Den habe ich nämlich noch ganz genau im Kopf, weil den habe ich nämlich häufig übersehen. Es kann doch sein, dass er es irgendwie jetzt auch nicht gezählt hat. Ich weiß nicht warum. Hallo? Und zu Hause? Es kann doch nicht sein, dass mir jetzt ein so ein Spasti fehlt. Das geht nicht. Oder wer weiß, keine Ahnung, vielleicht hängt er auch irgendwo fest. Oh, wir können auch nochmal ganz nach oben gehen. Das ist halt so das Problem an alten Spielen, weil die Bugs, die hier drinne sind, werden halt nie gefixt, ne? Ich hätte gesagt, vielleicht hier oben drauf. Ja. Hier trippeln sie noch. Die hängen hier an der Seite irgendwie fest. Ich weiß nicht, ob ich die überhaupt kriegen kann. Wäre möglich, da sitzen aber nicht. Ach, kann auch. Ach, wartet mal. Kann ich dich auch irgendwie ansprechen, dass du mir irgendwie folgen kannst oder so? Nee, irgendwie nicht. Nee, da komm ich. Das Problem ist halt jetzt, dass ich halt. Okay. Er ist halt, er musste halt erst spawnen, okay. Das war. Okay. Normalerweise. Das hat dich. Uiuiui. Okay, das ist. Aha, das ist halt richtig hart. Wo ist der Typ hin? Da oben haben wir noch einen Sniper. Also, okay. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ja gut, damit habe ich auch alle kaputt gemacht. Sehr schön.
Holy shit. Das war ein Kacke. Ich verstehe es halt nicht. Ich war doch schon hier. Mann, Alter. Sowas riecht halt auf. Das war jetzt schon wieder ungenutzte, unproduktive Zeit. Oh Mann, ey. Sowas hasse ich, wenn da irgendwie ein Spielbug einfach mal zugreift. Aber nun gut, das ist halt ein altes Spiel. Das macht halt trotzdem Laune. So. Das ist halt so die Sache. Es macht halt trotzdem Laune. Auch wenn halt teilweise halt verbuggt ist. Ihr habt gesehen, wie lange ich da und dass ich eigentlich auch da stand. Und ja, es wurde mir halt aber nicht gewährt, mal da ein paar Leute irgendwie jetzt, also dass die Leute, bist du mich verarscht? Dass die Leute da irgendwie jetzt in irgendeiner Art und Weise spawnen und ich die dann da, diese Mission da fertig machen kann. Aber ansonsten ist es eigentlich teilweise, eigentlich ist es soweit bugfrei. Außer wenn da jetzt ein bisschen um Spawning geht oder so. Ich denke mal, die wurden halt nicht gespawnt, weil... Wer schießt mich denn so von so dicht an? Ich denke mal, die wurden halt nicht gespawnt, weil... weil der KI-Spacko da instant rangegangen ist. Ich denke mal, das war das Problem. So, jetzt müssen wir halt nochmal warten. Dann geht der nächste an der MG. Also ich würde schon ganz gerne erstmal alle... Ich finde es halt ekelhaft. Wenn das MG mich nämlich trifft, habe ich einen kleinen Aim-Punch mit drin. Und der ist halt mega ekelhaft. Ich bin in der Falle? Meinst du? Eigentlich bist du ja eher in der Falle, weil ich habe ein Sniper-Gewehr und du bist, der sitzt da in der Ecke. Weil ich kann mich noch so weit, zumindest einigermaßen, frei bewegen. So, wir haben jetzt einen Stabsarzt noch hinter uns im Rücken und ich könnte natürlich auch nochmal weiter zurückgehen. Um da... Ich glaube, noch zwei Verbandskästen und allen möglichen Kram zu holen.